Ich warte immer, dass eine Aufzeichnung startet, so jetzt, was nicht, die Anzeige hat so lange gedauert. Das ist immer schon schön, wenn ich sage, die Anzeige hat so lange gedauert, Aufzeichnung wird gestartet. Das sind jetzt immer alles Worte und das heutige Selbstgespräch, das kann eventuell das letzte sein, wo du hörst, oder das erste. Alles eine Frage der Definition. Das nenne ich, warum glaube ich das, was ich glaube? Das ist so ziemlich die wichtigste Frage, die man sich selber stellen kann. Warum glaube ich das, was ich glaube? Kann ich mir hundertprozentig sicher sein, dass das, was ich glaube, stimmt? Wie würdest du die Frage beantworten? Und du wirst feststellen, dass das alles verändern kann, wenn du dort die richtige Antwort drauf hast. Das erste Mal kann ich vorneweg sagen, ich glaube es, weil es mir logisch erscheint. Aber jetzt kommt das Große, dass dieses Holo-Feeling wird alles, komplett alles, was du bisher als hundertprozentig sicher angesehen hast, das erste Mal als eine große Narretei und als eine Lüge entlarven, und zwar mit einer hundertprozentigen Sicherheit. Wann kann ich mir wirklich 100% sicher sein, dass es so ist, wie ich es jetzt glaube? Und da müssten wir jetzt erst auf den Namen Glaube eingehen. Was bedeutet das Wort Glaube? Und du wirst feststellen, dass mit Holofeeling du in einen Zustand kommst, dass jedes einzelne Wort, das du hörst, das du liest, das du siehst, das du denkst, wie eine große Datei ist, wo du ein 1000-Seiten-Buch draus machen kannst. Ich sage normalerweise, ein 400-Seiten-Buch solltest du mindestens draus machen können, dass du einigermaßen verstehst, was ein Wort bedeutet. Im tiefsten inneren Sinn. Und zwar geht es hier um eine arithmetische Präzision. Und ich mache jetzt das kindgerecht, dass ich sage, das, was mir jetzt wichtig ist, dass du verstehen musst, und ich betone musst, müsste man zuerst einmal klären, was meine ich mit du, was du verstehen musst. Wen spreche ich jetzt an? Und das sage ich nahezu vor jedem Selbstgespräch, ich spreche jetzt nur mit dem Geist, der jetzt mit diesem Selbstgespräch konfrontiert wird. Ich behaupte, es ist hundertprozentig sicher, dass du mich jetzt sprechen hörst. Aber was noch wesentlich interessanter ist, du bist der Einzige, der mich jetzt hört. Du bist wirklich der Einzige. Jetzt können wir zwei uns eine Situation denken, dass du jetzt an dich denkst und nicht alleine als Brösel vor dem Computer sitzt. Dass ihr euch dieses Video zu zweit oder zu dritt anschaut. Es ändert nichts dran, du bist trotzdem der Einzige, der das hört. Damit sollte dir eigentlich schon klar sein, dass ich jetzt nicht mit irgendeinem Trockennasen auf dem Gehirn spreche, mit irgendeinem Menschen, den du dir ausdenkst. Und sollte jetzt diese Situation in deinem persönlichen Traum da sein, dass du dir dieses Video mit einigen anderen Menschen in Anführungszeichen anhörst, die sind genauso was Ausgedachtes wie du selbst, wenn du an dich denkst. Und du wirst irgendwann einmal erkennen müssen, dass da nur ein allereinziger Geist ist, der das erlebt. Und was du erlebst, hängt davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Und ich wiederhole gebetsmühlenhaft ganz einfache Sätze und ich behaupte, wenn du nur einen einzigen dieser Satz geistreich verstehst, erübrigen sich alle anderen Sätze. All das klingt so unendlich unmöglich. Und darum setze ich jetzt nochmal voraus, die Behauptung, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Ohne das Wissen, wie das funktioniert, sagt jeder normierte, normale Mensch, das geht nicht. Wenn du die Lösung siehst, zaubert sie dir ein Lächeln ins Gesicht. Eine Metapher von mir, all deine persönlichen Probleme und damit alle Probleme der Menschheit, die du dir jetzt ausdenkst, lassen sich genauso leicht lösen. Die Lösung besteht darin, dass du nur noch auf das vertrauen sollst, was wirklich hundertprozentig sicher ist. Und das benötigt erst einmal die Erkenntnis, dass alles, was du bisher als 100% sicher bewiesen angesehen hast, nahezu alles, ich sage 99,999 und jetzt sag eine Woche lang 99999% von dem, was für dich hundertprozentig sicher ist, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Wie definierst du 100% sicher? Und ich will das jetzt einmal vollkommen neu definieren. Hundertprozentig sicher ist das, was jetzt da ist.
Cut, sagt der Brösel Udo, der Lautsprecher immer. Schau einfach, was jetzt da ist. Und du wirst jetzt feststellen, wer oder was ist das, was schaut. Und dann wirst du erkennen, dass das, was schaut, das, was erlebt, das, was es sieht, nichts ist, was als Ding an sich existieren kann. Wir können ja das Geist nennen, viele sagen, ich weiß, ich bin Geist, ich bin eine Seele. Ist alles schön und gut, aber in dem Moment denkst du an was. Und alles, was du denkst, alles, was existiert, und das Geheimnis liegt wirklich in der Sprache, im Anfang ist das Wort, existere, heraustreten, aus, auftauchen, ist die große Frage, aus was taucht das, was existiert, eigentlich auf und wo geht es wieder hin, wenn es nicht mehr existiert? Für dich existiert, und jetzt mache ich diese einfachen Sätze, ich habe jetzt das hier auf 6 Minuten beschränkt als Einführung und ich werde es zwar wiederholen, aber mit nochmal einer extremen Betonung wiederhole ich jetzt Sachen, die auf hunderten jetzt ausgedachten Selbstgesprächen drauf sind. Und es liegt mir wirklich am Herzen, dass du jetzt sehr aufmerksam zuhörst und ich behaupte, es ist hundertprozentig sicher, dass du zuerst einmal nur deine eigenen Informationen wahrnehmen kannst. Ich betone immer wieder, selbst deine jetzige Logik schreibt dir vor, es muss in dir drin sein als Information, wenn es nicht in dir, und als Materialist würde ich jetzt noch sagen, wenn es nicht in meinem Gehirn drin ist, kann ich es ja nicht sehen. Das ist hundertprozentig sicher. Ob man das überprüfen kann, da gehen wir dann einen Schritt weiter. Aber zuerst einmal selbst ein tiefgläubiger Materialist, und das ist jetzt für mich die Bezeichnung für so ziemlich das Geistloseste, was es gibt. Ein ausgedachter Materialist ist einfach nur mal jetzt ein Gedanke. Für das Wort Materialist setzt du dann ganz normal in der Regel irgendein Trockennasenaffe bei eigener Definition. Ein Mensch, ein Homo sapiens, ein vernunftbegabter Mensch. Das ist die maßloseste Selbstüberschätzung, die sich ein Affe zusprechen kann. Und wenn du jetzt dich beleidigst fühlst, wenn ich das sage, ist es auch eine Reaktion und eine Interpretation von Worten. Wir halten zuerst einmal folgende Grundsätze fest von Holofeeling, die ganz klar sind und mit diesen Erkenntnissen wird sich alles, komplett alles verändern. Das erste, ich erlebe nur, ich meine ich jetzt, ich bin du. Du musst das, was ich dir jetzt erzähle, zu deiner Erkenntnis machen. Ich habe in mehreren Selbstgesprächen darauf hingewiesen, all das, was du meine Meinung bis dato vor Holofeeling genannt hast, ist weder deine Meinung noch dein eigener Glaube. Es ist Schwamminhalt. Es ist schlichtweg und einfach etwas, was du dir eingehandelt hast wie ein Virus. Dazu habe ich mein einfaches Beispiel mit einem Schwammbeispiel mit dem Baby. Das Baby, das wir in verschiedenen jetzt ausgedachten Ländern groß werden lassen, in einem gewissen Umfeld, so einem gewissen, in irgendeinem Jahrhundert, das saugt sich im Großwerden voll, so wie du einen Computer programmierst. Das heißt, du konntest dir weder deine Sprache raussuchen, die du jetzt sprichst, du konntest dir dein Geschlecht nicht raussuchen, du konntest dir deinen Glauben nicht raussuchen, es ist einfach etwas, das du dir eingefangen hast im Großwerden, das Baby saugt sich voll wie ein Schwamm. Tausendfach erkläre ich das. Das ist zum Beispiel, wenn du das verstanden hast, erübrigt sich alles andere von selbst. Deine Meinung ist nicht deine Meinung. Du stellst nur fest, dass du auf gewisse Reizauslöser so oder so reagierst oder die so oder so definierst. Zum Beispiel in einer Sache, dass du sagst, das ist schön oder das ist hässlich. Das ist richtig, das ist verkehrt, das ist gut, das ist böse. Das fühlt sich so an, als wenn das deine Meinung wäre. Aber du musst erst einmal dir klar machen, was du selbst bist. Und ich sage jetzt ganz einfach, du bist schlichtweg und einfach ein wahrnehmender Geist. Ein Geist, der nur seine eigenen Informationen wahrnimmt. Du kannst nur deine eigenen Informationen wahrnehmen, weil das das Einzige ist, was für dich existiert. Und dann wirst du feststellen, dass die sich von Augenblick zu Augenblick ständig verändern. Ich setze dafür einfach einmal, du träumst jetzt. Dieser träumende Geist erlebt nur das, was er sich selber ausdenkt. Was unterscheidet dich jetzt von diesem träumenden Geist? Du kannst nur das erleben, was du dir jetzt denkst. Und das natürlich, was jetzt sinnlich wahrgenommen vorliegt. Das heißt, wenn du jetzt an deine beiden Augen denkst, die jetzt übrigens die ganze Zeit nicht existiert haben, das ist hundertprozentig sicher. Und ich sage jetzt immer, und jetzt schau in dich rein, was du glaubst.
Du bist felsenfest davon überzeugt, dass du dieser Körper bist, an den du jetzt denkst. Und dass es dich, Geist, ohne diesen Körper, ohne das Gehirn, das du jetzt denkst, gar nicht geben würde. Das ist hundertprozentig sicher für dich. Und ich sage, wie geistlos ist ein Mensch? Wie definierst du hundertprozentig sicher? Beweis es mir. Da ich behaupte, dass ich du bin, beweis es dir selbst. Wie willst du das beweisen? Du kannst es nicht beweisen. Das ist so weit weg von 100% sicher. Das heißt, du kannst nur deine eigenen Informationen erleben. Und das wiederum hängt extrem davon ab, wer du zu sein glaubst. Das ist eine Grundaussage, wenn du nicht bereit bist, das zu akzeptieren. Haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Entweder hörst du mich jetzt sprechen, dann bist du Geist. Dann bist du ewig. Und ich sage nochmal, du wirst leiden bis in alle Ewigkeit, bis du dieses Wissen, das ich dir jetzt mitteile, dir Geist wohlgemerkt, nicht den, der jetzt vom Computer sitzt, wenn du jetzt an dich denkst. Bis du das erkennst, dass das die einzige Wirklichkeit ist. Und dass egal, wo du dir was jetzt hindenkst, dass das zuerst einmal ein Gedanke ist, den du denkst. Ob du jetzt an eine Erdkugel denkst, wo war jetzt die ganze Zeit die Erdkugel? Glaubst du wirklich, dass es hundertprozentig sicher ist, dass da außen jetzt irgendwo eine Erdkugel ist, um die sich Planeten um eine Sonne rumdrehen, Planeten, die sich um eine Sonne rumdrehen und du bist jetzt auf dieser Erde, auf diesem Planeten? Hätte man dir was anderes erzählt, würdest du dir das andere genauso ausdenken. Das ist das Spiel, das du jetzt, du hast ein gewisses intellektuelles Wissen, einen Schwamminhalt und ich sage, alles Ausgedachte ist ein Daseinmüssen. Und ich will nicht immer dasselbe wiederholen, ich will es wirklich nicht immer wiederholen, aber es bleibt nichts anderes übrig, weil solange du das nicht verstehst, dass ich immer wieder das Beispiel, wenn ich parallel laufen lasse, ein Pinsel malt ein Bild, ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht, ein Geist träumt und auf einem Computer läuft irgendein Videospiel. Ich habe jetzt komplett unterschiedliche Worte ausgesprochen und wenn du der deutschen Sprache mächtig bist, wird jetzt das Vorstellungen in dir aufbauen. Ein Pinsel malt ein Bild. Die muss klar sein, egal was der Pinsel malt. Es wird in dem Moment erschaffen, wo er es malt. Jetzt ist natürlich, ob das dann auch dann da ist, wenn du dir das nicht mehr ausdenkst, das Bild ist es was anderes, weil du bist ein Einfallspinsel. In einem gewissen Maß, wenn dir was einfällt, malst du in deinem Kopf eine Information. Und egal was es ist, das, was du jetzt denkst, was du dir vorstellst, was du dir ausdenkst, ist ein Dasein müssen. Es kann nicht anders sein, wie es von dir gedacht wird. Lass es auf dich wirken. Egal, an was du jetzt denkst. Ich mache mal wieder so einen Satz, wenn du den verstanden hast, ist alles vom Tisch. In dem Augenblick, wo du an irgendetwas denkst, entsteht in dir eine Information. Und diese Information ist genauso, wie sie von dir gedacht wird. Und jetzt erweite ich dieses Wort Information in Bezug auf Gedanken, dass ich jetzt sage, wenn du jetzt an einen Menschen denkst, Mensch, ist jetzt hast du mal nur ein Geräusch. Und was denkst du, wenn du an einen Menschen denkst, dann wird dir schon auffallen, dass du an einen Menschen als Ding an sich gar nicht denken kannst, sondern wenn du an einen Menschen denkst, denkst du einfach an einen Trockennasen auf dem Körper, dann zeuge dir Körper. Weil das Wort Mensch löst in dir, jetzt hast du mal ganz abstrakt die Vorstellung von einem zeuge dir Körper aus. Wobei ich dann sage, der Mensch ist aber nicht diese Person, dieser Körper, sondern der Mensch steht für eine ganze Lebensgeschichte. Wieder so ein Satz, vom Säugling bis zum Greis. Das heißt, in dem Moment, wo du in irgendeiner Art dich als Figur, entweder vom Säugling bis zum Greis, pubertierender Jüngling, Schulkind, Mittelalter, Wechseljahre, egal wie du dich denkst, diese Gedanken sind Facetten aus dem, was du Mensch nennst, weil der Mensch ist die ganze Lebensgeschichte und noch viel mehr. Das sind Sätze, die ich wiederhole, wenn du das wirklich verstanden hättest, hättest du keine Probleme mehr mit deiner Welt und mit deinem Traum. Du würdest da nicht versuchen, einen Körper am Leben zu erhalten, zu wollen. Mein Beispiel, wenn ich sage, und jetzt hör bitte genau zu, egal wer oder was du zu sein glaubst, ob du jetzt glaubst, du bist ein Mann, eine Frau, ob du jetzt glaubst, du bist ein einfacher Arbeiter, eine Arbeiterin, ein Professor, ein Doktor, egal was du zu sein glaubst, du bist bloß ein dummer Affe. Zumindest bist du innerlich felsenfest davon überzeugt, dass du das bist, dieser Körper, dieser Affenkörper, weil man dir das erzählt hat, weil du nachäffst. Und ich werde dir zeigen, dass die ganze Elite deiner Welt, was ist die jetzt?
Das ist doch mal nur ein Geräusch, ein Wort, die Elite deiner Welt. Wir wollten doch von dem reden, was 100% sicher ist. Die Elite deiner Welt ist 100% sicher als irgendetwas, irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Dass das dieselben Affen sind. Und die bewunderst du. Das ganze Geschwätz, du bewunderst deine eigenen Gedanken oder du hast deine eigenen Gedanken. Aber haben wir nicht festgestellt, dass egal an wen du jetzt denkst, der sich nicht raussuchen kann, dass du ihn denkst, dass er genauso ist, wie du in dir denkst. Das ist der eigentliche Kern, den du zuerst einmal verstehen musst. Und ich sage dir jetzt als der, der ich bin, und ich bin als Udo Betscher zuerst einmal nur ein Gedanke, den du dir jetzt denkst. Nichts anderes wie alle anderen auch. Einfach nur ein Gedanke, der jetzt ist, weil du mich ausdenkst. Dann kann ich tausendmal sagen, ich bin jetzt nicht dieses Pixelmännchen und ich bin auch nicht die Lautsprecherstimme. Du hörst jetzt keinen Trockennasenaffen zu, sondern einen Lautsprecher, der übrigens auch die ganze Zeit nicht existiert hat, bevor du ihn nicht gedacht hast. Ja, der muss ja da gewesen sein, sagt deine Logik, sonst würde ich ja nichts hören. Ist auch das, was vor allem steht, vor allem, was du dir ausdenkst, hierarchisch betrachtet bist du. Du bist ein Gott. Ein Gotteskind. Ich nenne das Geistesfunk. Du bist mit hundertprozentiger Sicherheit der Schöpfer für jeden einzelnen Gedanken, den du denkst. Wo diese Gedanken herkommen und wo sie wieder hingehen, wenn du sie nicht denkst, ist reichlich erklärt. Aber das ist hundertprozentig sicher. Und du vergisst es immer und immer wieder. Und immer und immer wieder. Und du meinst, du kannst dich freisprechen mit diesem Wer hat Schuld? Wer hat Schuld? Tausendmal erkläre ich, die Frage nach Wer hat Schuld ist die Frage, wer hat es gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Und ich werde dir jetzt einfach sagen, du. Wer sollte denn sonst deine Gedanken machen? Die Gedanken, die du denkst, denkst doch du. Aber denkt die sich das Gehirn, das jetzt wieder die ganze Zeit nicht da war, ist es nicht auch bloß ein Gedanke? Wenn ich immer wieder betone, wenn sich dann irgendwelche Hannis und Nannis, die mir uns jetzt ausdenken, aufgrund dieser Worte hinstellen und die Augen verdrehen und nach oben schauen und ihren Gott anbeten, der da oben im Himmel ist angeblich oder sonst wo. Das ist doch auch bloß ein Gedanke. Andere Idioten denken sich in Gott und dann sagen sie, der existiert ja nicht. Das ist ja bloß ein Hirngespinst von religiösen Spinnern. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Da kommen wir dann noch drauf. Du wirst dich wundern, dass dieser Glaube sich sogar realisiert. Bis hin zu einem Atomkrieg, wenn du das haben willst. Du bist der Richter über alles und jeden. Das ist so eine Aussage. Wieder so ein Satz. Wieso? Weil alles, was du denkst, von dir erschaffen wird und es wird genauso sein, wie du es denkst, auch qualitativ. Das sind ganz einfache Erkenntnisse. Und wenn du darüber diskutieren willst, dann bist du kein Geist, aber du bist Geist, weil du hörst mich jetzt sprechen. Ich unterhalte mich nur mit Geist. Ich unterhalte mich nicht mit irgendwas Existierendem. Geist ist ewig. Und um ewig zu sein, musst du zwangsläufig etwas sein, was als Ding an sich gar nicht existieren kann, weil alles, was existiert, vergeht. No. Wollen wir mal abwarten? Ja, wir warten noch mal kurz. Gut, weil du uns hörst, du stehst. Ich habe gerade gesagt, falls er uns hört. Ich, ja. Ist ja manchmal so, dass er in die Sprache. Dass er uns hört, so gedacht. War so ein schönes Vorwort. Oh, mei, oh, mei. Oh.